Heute ist der 24. Oktober. Dieter hat keine Geduld mehr. Ich habe ihm gesagt, Tobak geht schlecht. Der Laden gibt nicht viel her. Aber er hört nicht auf mich. Du weißt ja, wie er ist. Dieter interessiert sich nur für die Kohle. Wir zwei sind nicht du, du bist sie und ich bin Herr Tobak. Sağ olun. Abdullah'a çok selam söyleyin. Siz de isim diye söyleyin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ha Toprak. Solltest dir was einfallen lassen. Zeig ihm, dass du dich bemühst. Zeig ihm wenigstens 500 Mark. 5 Scheine. Ich kann nicht. Moment. Hasan! Abi! Ahmet ağabeyim benim, canım ağabeyim. Hele şükür dükkanı bulabildim. Nasılsın? Sağ ol. Bizimkiler nasıl? Hepsi iyiler, hepsine sana ayrı ayrı selamı var. Sağ ol. Hadi gel. Ama da soğukmuş bu Almanya ağabey. Çok soğuk evladım, çok soğuk. Türkiye'yi görme, günlük güneşlik. Ya öyle. Das ist Hasan, mein Bruder. Er kommt aus Istanbul. Hasan, bu Gustav. Hemşerim merhaba, nasılsın? Ich nichts verstehen, Hasan. Hasan war nie in Deutschland. Meine Freunde sind auch seine Freunde. Abi, ne yapmak istiyor bu adam? Erklär's ihm, Toprak. Glas kostet 50 Mark. Schulden bei Dieter ist viele mehr Mark. Glas geht kaputt. Wer nicht zahlt, geht kaputt in Deutschland. So ist das in Deutschland. Arrivederci. Der kann nichts gut. Alemannia, besser. Dur lan tipsiz. Dur bakayım, dur hele, dur. Allah'ın adamına bak hele. Was willst du ya Hasan? Ich hab's allein schon schwer genug. Abi, benimle neden Almanca konuşuyorsun? Fünf Monate keine Zahlung mehr geleistet. Keine Lust mehr. Seid doch alle gleich. Am Anfang große Sprüche, was für tolle Geschäfte ihr macht. Und wenn es dann an Zahlen geht, seid ihr pleite. Aber keine Bank hat solche Bedingungen wie du. Welche Bank hätte euch auch damals eine einzige Mark geliehen? Niemand. Ich bin das Risiko eingegangen. Ich allein. Zinde hat gemeint, bevor ich meinen Laden verkaufe, könnte ich erzählen, wie du deine Geschäfte machst. Cindy? Ach, Cindy. Cindy? Was hat Cindy gemeint? Was solltest du erzählen? Wie du zu deinem Geld kommst und wie du über Leichen gehst. Leichen? Ich? Ja. Da waren Erman aus Mersin und Kemal aus Adana. Wie sind die gestorben? Wo habt ihr die begraben? Ich kenne keinen Ermann, kein Kemal. Von einem Baukran sequestriert, Dieter. Und du hast sie weggeschafft, weil keiner sie kannte und sie keine Papiere hatten. Aber du hast ihnen dir erzählt, weil du Angst hattest. Abi, ne demek istiyor bu adam Allah'ını seversen? Toprak. Bana da söyle, deminden beri niçin bozuk çalıp... So hat noch kein Türk mit mir gesprochen. Kes artık moruk. Sabahtan beri hep seni dinliyoruz. Oğlum serseri misin? Halim Allah sen... benim ben. Ulan yaşkınlar ya, ben seni bilirim. Yapın elimizde kalır deli. Tamak! Bak sana konuşup duyuyoruz. Sakin! Wir sind hier nicht in Ankara! Kann ich helfen, Herr Direktor? Gustav,
Ich erwarte von dir, dass du die Sendung aus Ankara fertig machst. Ankara? Na, steh nicht rum, mach dir an die Arbeit. Hab mit den Herrn zu reden. Ankara. Ei, ei, Sir. Zindy ist eine Plaudertasche. Und du bist ein kleiner Erpresser, Tobak. Aber wir werden uns arrangieren. Jetzt ist er gerne. Halbes Jahr, 8 Monate. Geld bleibt Geld. Und zurückzahlen musst du. Sonst kommen wir ja mit unserer ganzen Wirtschaft durcheinander. Kannst du mich hören? Ja, hier sieht's grausam aus, Verkehrsunfall. Wieso die aus Friesen gegen Türk ausziehen? Türk ist gegen die Mauer gefahren von einer alten Reifenfabrik. Wahrscheinlich ist er tot. Sieht ganz furchtbar aus. Bismarck, Ecke Hermannstraße. Wir kommen mal vorbei. Ja gut, warte hin. Mann, Mann. Ein Türke. Hat da vorne an der Ecke einen Gemüseladen. Ach, mit Tubrak. Warum ist eigentlich das Seitenfenster kaputt? Seitenfenster? Erzähl mir mal lieber, warum der nicht um die Ecke gefahren ist. Warum fährt einer am helllichten Tag frontal gegen die Hausmauer? Das ist doch die glatte Selbstmord. Da waren die Bremsen kaputt oder die Lenkung. Nagelneuen TÜV? Augenzeugen? Nee, niemand. So, ihr geht jetzt mal ein bisschen zurück hier, ja? Kommt und die Kinder weg, bitte. Du kommst du auch. Ja, jemand muss die Frau von dem benachrichtigen. Das war Dieten. Es war ein Schuss, Zindi. Sie schießen auf Türken, Zindi. Mach nicht auf. Sie töten uns. Sie haben Hassan schon umgebracht. Sie wünschen? Frau Tobrak? Mein Mann ist nicht zu Hause. Was wollen Sie? Mein Name ist Faber, ich bin von der Polizei. Ich muss Ihnen etwas mitteilen. Nicht mit mir. Tobrak ist nicht da. Frau Tobrak, ich bin wirklich von der Polizei. Es handelt sich um Ihren Mann, er hatte einen Unfall. Bitte? Darf ich nicht vielleicht reinkommen? Bitte. Danke. Ich weiß, das Foto auf meinem Dienstausweis ist ein bisschen alt. Was ist mit meinem Mann? Er hatte einen Autounfall, ist frontal gegen eine Hauswand gefahren. Wir können uns das überhaupt nicht erklären. Ja? Er ist tot. Ach. Ich weiß, es ist schrecklich, Frau Tobrak, aber Sie werden ihn identifizieren müssen. Ja. Wo? Ich weiß gar nicht, wo Sie ihn hingebracht haben. Kann ich mal telefonieren? Was ist passiert, Cindy? Hassan, ich bin Ahmeds Bruder. Was ist mit Ahmed? Er ist tot, Hassan. Der Mann ist von der Polizei. Nein. Ahmed ist tot? Ja. Bitte gehen Sie jetzt. Wir möchten jetzt alleine sein. Frau Tobrak, wenn ich vielleicht noch irgendetwas... Ja, ja. Vielen Dank.
Was soll das, Ahmed? Warum hast du dich für deinen Bruder ausgegeben? Warum hast du ihm nicht die Wahrheit gesagt? Weil ich mit Detel reinen Tisch machen will. Du musst mir helfen, Cindy. Und da sie die Frau Toprak ist, eine Deutsche? Eine deutsche Frau und ein Türke. Und? Türkische Männer verprügeln ihre Frauen zweimal am Tag. Achso, danke. Dein kleiner Mann ist ein Spießer. Er lernt noch. Was? Polizeipräsident. Ich werde mal Polizeipräsident. Ja? Ja. Armes Deutschland. Aber Cindy hat Toprak geliebt. Davon habe ich wenig gemerkt. Cindy heult nicht. Deutschen heulen nie. Deshalb hat sie nicht geheult. Ja. Seh da, du steckst ja voller Vorurteile. Sag mal, was ist mit diesem Hassan? Hassan? Ahmeds Bruder. Lebt er auch da oben? Sie hat mit ihm wortreich getuschelt, bevor sie mich eingelassen hat. Und Angst hat sie. Entschuldige, ich muss mal zu ihr. Das ist sie. Schicker Pelz, ne? Ja, warum soll sie keinen Pelz haben? Sag mal, willst du die Puppe kaufen? Ja. Ja? Die Puppe, aber mit dem Kleid. Hasan ist ihr Schwager, Faber. Ja, das weiß ich doch. Heute früh kam er aus der Türkei. 50 Mark für dich. 50 Mark? Hängst du sehr dran? Ja. Gut, 40, weil du es bist. Aber dann mit dem Kleid, hä? Gut, kriegst du auch. Ohne Quittung. Speisen und Getränke. 40 Mark für drei Köfte? Ja, bist du nur mein Vormann oder nicht? Er braucht immer Quittung. Er braucht immer für alles Quittung. Damit er sie dann verliert. Ja, 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 ja. Armes Deutschland. Er. Hier. Ein Vorschlag. Ja. Er will dich morgen Abend treffen. Sag mal, Cindy, warum machst du eigentlich alles immer so kompliziert? Meine kleine Cindy, ich liebe dich. Ja, natürlich liebe ich dich. Warum hätte ich dich sonst zu einem Türken ziehen lassen, wenn ich es liebe? Du heiratest einen Türken und ich lasse es zu. Das ist Liebe. Oder nicht? Na komm. Komm her. Warum quälst du mich, indem du den Türken so dummes Zeug aus vergangenen Zeiten erzählst? Warum sollte er mich treffen? Vielleicht, weil ich ihm so viel dummes Zeug aus vergangenen Zeiten erzählen kann. Gut. Darum. Gut. Ist gut. Tja, dir zuliebe geh ich hin. Du, sag ihm das, ne? Sagst ihm das, ne? Du, dein Pelz steht dir immer noch gut. Aber du riechst nach Knoblauchzimli. Au! Du kommst? Gustav, bist eine Pfeife. Ich hab dir gesagt, ich will ihn nie mehr sehen. Also, genereller Schuldenerlass für Ahmed Toprak. Was bewilligt? Genereller Schuldenerlass. Und du kaufst mir mein Geschäft ab. Wie? Was? Für 100.000 Deutschmark. Ich bin ja jetzt tot. Ich muss woanders neu anfangen. Scheck oder Bares? Bares. Bares? Mhm. Was noch? Du gibst deine Geschäfte auf.
keine türkischen Arbeitssklaven mehr auf deutschen Baustellen. Das darfst du nicht von mir verlangen. Gustav! Zweimal sterben kann man nicht. Jetzt bist du zu weit gegangen. Gustav! Gustav! Verschwinde, Gustav! Oder ich mach dich auch hin! Ich mach alle hin, Gustav! Private Buchhaltung von Dieterl. Dieterl? Nur lieber Gott. Namen, Raten, Fälligkeitsdaten. Seine komplette Schuldnerkartei. Lauter Türken. Ausländerkredite waren sein Spezialgebiet. Im Handelsregister firmierte er als Import-Export-Kaufmann. Das ist nur Tarnung. Dieterl war ein ganz schlimmer Finger. Außen pfui und innen hui. Ich hatte ihn mal wegen der Zollgeschichte am Wickel. Aber er war sehr vorsichtig. Und alles türkische Gastarbeiter. Hunderte. Was? Sedat auch? Sedat? Ist doch der mit deiner Puppe. Ah ja. Sedat ist mein Vormann aus der Türkenszene. Ich musste mit ihm essen gehen. Sedats kleiner Bazar. Spesen und Getränke. Köfte. Köfte? Köfte. Köfte. Das unterschreibe ich nicht, Faber. Sie können doch nicht mit Ihrem V-Mann in seiner eigenen Kneipe für 40 Mark Köfte essen. Also, das sind doch diese Hackfleischwürstchen, diese türkischen... Buletten. Ja, genau. Also für 40 Mark, das geht nicht, Faber. Ahmet Tobrak? Sag mal, das ist doch der... Tobrak, du? Ja, natürlich ist doch der Türke, der gegen die Mauer gefahren ist. Seine Frau trägt einen sehr schicken Pelz. Sie hat einen Schwager. Und sie ist Deutsche. Frau Toprak ist eine Deutsche. Ah ja. Warum denn keine Deutsche? Ich finde das ja völlig in Ordnung. Na, ich auch. Na, ich auch. Das Buch ist ein Beweismittel, Faber. Warum streiken Sie da drin rum? Dieser Toprak war auch Kunde bei Dieterl. Toprak ist tot. Der hatte keine Schulden mehr, als Dieterl ermordet wurde. Stimmt. Genau. Tote haben keine Motive. Faber, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich diesmal nicht auf Ihre erste Eingebung verlassen würden. Überprüfen Sie doch bitte die 83 Schuldner aus Dieterls Kontobuch. Ich habe sie gezählt. Genau 83. Tut mir leid. Haben Sie die Marke gewechselt? Was? Wieso? Wovon? Na, von Ihren Pfefferminzen. Ja, ich wollte mal andere ausprobieren, aber die sind scheußlich, ja? Bleiben Sie dabei. Fallermeier. Müller 2, ich habe eine Sonderaufgabe für Sie. 83 Türken. Diesen Mustafa. Ich möchte wissen, wo der die Mord nachkommt. Ja. Wir fangen mit Sedat an. Sedat steht auch auf der Schuldnerliste. Ich kenne ihn seit über 10 Jahren. Wenn ich dem den Mord an Dieterl anhänge, dann redet er. Bleiben vielleicht nur noch 10. Ich bin enttäuscht, Faber. Und damit soll sich deine Kundschaft in der nächsten Saison amüsieren? Ich bin unheimlich enttäuscht, Faber. Du hast mich noch nie so enttäuscht. Wieso? Weil der Name in Dieterls Kontobuch steht und ein ganzer blühender Trans-Europa-Bosporus-Business-Bazar-Reichtum auf einem idiotischen Wucherkredit von Dieterl gründet und du deshalb als ein Mörder in Frage kommst? Mach mich nicht schwach, Sedat. Aber wegen ein paar deutscher Mark bringe ich doch keinen Deutschen rum. Doch nicht so einen Sau wie Dieterl. Die da drüben. Jeder könnte von uns getan haben, Faber. Welcher? Jeder, den er am Wickel hatte. Wir haben ihn alle gehasst. Zeig mir einen, der ihn etwas mehr gehasst hat. Vielleicht etwas mehr Mut oder... vielleicht mehr Grund hatte. Ich habe ein Alibi. Ich bin Sedat vom Sedats kleinen Bazar. Ich gebe sogar ein Fest für Dieterls Tod. Aber mach mich nicht für einen Mord verantwortlich. Besuch. Sie haben Dieterl umgebracht. Dieterl? Welcher Dieterl? Komm, Sie überprüfen das sowieso. Topraks Schulden standen auch auf der Liste. Sie kriegen das raus. Sinde war mal mit Dieterl verheiratet. Ach. Sie waren mal Dieterls Frau? Eine deutsche Frau verlässt ihren erfolgreichen und reichen Ehemann und heiratet einen Schnurrbart-Türken, ne? Dann haben Sie ja zwei Ehemänner verloren. Ich meine, Dieterl und Tobrak.
Herr Toprak, bitte, ja? Ja, natürlich, Verzeihung. Ja. Irgendwas stimmt nicht mit Ihnen, Polizist. Sie haben so einen merkwürdigen Blick. Naja, wenn Sie grinsen wie die Mona Lisa. Wenn Sie nicht taktlos, ja? Wieso? Ich kann doch mal so gucken. Sie kriegen Besuch. Wollen Sie nicht aufmachen und fragen, was er will? Wie kommen Sie denn darauf, dass es mein Besuch ist? Das ist Dieterns Oberpfeife, Gustav, nein? Sein Faktotum, sein Knecht. Dann werde ich immer fragen, was er will. Tag, Gustav. Erbschaft schon angetreten? Ja. Wie? Was? Ich untersuche gerade deinen Trauerfall. Soll ich mal raten, wem dein Hausbesuch gilt? Toprak. Ahmed Toprak heißt der Kunde. Der ist leider auch verstorben. Die Witwe trauert da drüben. Oder wolltet ihr zusammen trauern? Mit dem Ballermann in der Tasche. Brief und Siegel, Monsieur. Handfeuerwaffenerlaubnis. Wir suchen nämlich immer noch die Tatwaffe für Dieteln. Mein junger Kollege hat sich heute früh mit Recht gefragt, warum wir uns diese ganze Heidenarbeit mit Dieterns gesamter Kundschaft machen müssen, wenn es auch jemand anders gewesen sein kann. Du bist festgenommen. Wir fahren zum Verhör. Ich stelle mich. Ich bin ein Mörder. Sie werden finden, dass es Gustav nicht war. Sie werden ihn freilassen. Dann kommt er wieder und bringt mich um. Ich stelle mich. Ich bin nicht blöd. Ahmed. Ahmed. Ahmed ist ein bisschen kaputt, ja? Er kann hier bleiben, solange er will. Der Faber ist ein guter Mann. Der wird alles verstehen. Spinnst du, Ahmed? Der Mann schreibt ein Protokoll und danach siehst du ihn nie wieder. Und dich stecken sie für Jahre hinter Gitter. Aber er hat recht, hier kann er nicht bleiben. Gustav kommt wieder, wir müssen ihn woanders verstecken. Und dann? Was wird das für ein Leben? Ahmed, Ahmed, ich finde was. Wir gehen weg von Deutschland, wir gehen zusammen nach Istanbul. Ich finde irgendwas. Aber du gehst nicht ins Gefängnis, ja? Sag mal, Faber, für wie blöd halten Sie mich eigentlich, hm? Da schicke ich extra zwei Kollegen von Ihnen in Dieterns Import- und Exportbruchbude, damit sie diesen Gustav fassen. Die sitzen den ganzen Tag sinnlos rum auf Steuerzahlerkosten, während Sie hier ohne Auftrag oberster Verhördirektor spielen. Und dann war es nie mal. Fahndappig. Ja, genau. Ich kann doch vorher nicht wissen, dass dieser Gustav von seiner Verlobten ein hieb- und stichfestes Alibi kriegt. Und dass die Kugeln, die Dieter ihm getötet haben, nicht aus seiner Pistole sind. Ich kann vorher auch nur eins und eins zusammenzählen, oder? Ja, genau. Wieso genau? Na, eins und eins ergibt nie zwei in der Kriminalistik. Das heißt, ergibt fast nie zwei. Also, Faber, ich hatte Ihnen doch klare Anweisungen erteilt, die 83 Türken aus Dieterns Kontobuch zu überprüfen, damit wir uns oben im Kommissariat ein Bild machen können. Stattdessen liefern Sie uns einen Hauptverdächtigen, mit dem wir nichts anfangen können. Wo wollen Sie denn eigentlich hin, Faber? Ich habe Feierabend, Herr Hauptkommissar. Also jetzt einfach abzuhauen, das ist taktlos. Sie haben keine Manieren, Faber. Taktlosigkeit hat mir heute schon mal jemand vorgeworfen. Max, kommst du mit? Ja. Wohin? Einen Feierabend. Nee, taktlos ist er eigentlich nicht. Faber ist mehr... Geschmacklos, ne? Geschmacklos, aber lieb. Findest du die Puppe nicht schön? Doch. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie finde ich sie auch... Geschmacklos, ne? Warum kichert der andauernd? Der ist noch jung, der kann auch lachen. Also, Faber, das A und O eines Kriminalisten ist immer noch eins und eins zusammenzählen. Was aber fast nie zwei ergibt, hm? Und du bist blind. Blind für die Augen einer Frau. Ich sage dir, diese Frau ist eine Doppelmörderin, glasklar. Guck mal, zuerst entledigt die sich ihres ungeliebten türkischen Ehemannes.
Und dann, damit der Verdacht auf diesen fällt, auch noch ihres ebenso ungeliebten Ex-Ehemannes Diethelm. Das ist unlogisch. Was weißt du von der Logik einer Frau? Die will frei sein. Mit ihrem Schwager durchbrennen. Na, da guckst du. Es geschah aus Liebe. Cindy, oh Cindy. Hat der einen Knall? Also ich resümiere. Erstens, Susanne ist eifersüchtig. Dafür würde sie der armen Cindy auch einen Massenmord anhängen. Zweitens, Susanne hat allen Grund zur Eifersucht, weil du nämlich verliebt bist wie ein Tanzschüler. Ach. Sie lächelt wie die Mona Lisa und er wird ganz furchtbar rot dabei. Moment mal, wer ist jetzt Mona und was für eine Lisa? Anna-Malia. Drittens ist doch völlig klar, dass Herr Toprak einem Verkehrsunfall erlegen ist. Na, zugegeben, einem etwas geheimnisvollen Unfall, aber... Und Herr Diethelm einem Mord. Ja, und wieso überlebt der Schwager das Massaker? Ja, das wäre hier die Frage. Dieser Schwager. Ich muss noch mal weg. Wo willst du denn jetzt noch hin? Dienst ist Dienst und Max trinkt Schnaps. Hm? Jeden Morgen bete ich zu Gott, dass ihn sein fahrender Beruf nicht mit Weibern zusammenbringt. Meistens werde ich erhört, manchmal nicht. Hm. Du sollst die Gläser spülen, nicht die Flaschen aussaufen. Hm. Wo soll er denn jetzt hin? Na, zu dieser Doppelmörderin. Mhm. Und wo willst du jetzt hin? Hör mal, ich kann ihn doch nicht mit einer Doppelmörderin allein lassen, oder? Tschüss. Tschüss. Gustav? Schade. Vielleicht hat sie ein Date mit Gustav. Sag das bitte nicht, Susanne. Dann hatte sie es nicht mit ihrem Schwager, sondern mit Gustav. Los, nimm den Hinterausgang. Mach! Wo ist der Mann hin? Wo ist der Hinterausgang? Da. Kaffee? Kaffee? Ja. Spiel weiter, Mehmet. Wo ist der? Wer? Ihr Schwager. Hassan ist nach Hannover gefahren. Er ist nicht mehr in der Stadt. Der Sichtvermerk, das Visum, Junge. Du bist illegal, ja? Funkstreife. Gratulation, Polizist. Großer Fischzug. Was werden Sie mit ihm machen? Er wird abgeschoben. Ich habe die Ausländergesetze nicht gemacht. Von selbst wäre ich nie auf die Idee gekommen, ihn zu sistieren, wenn er nicht aufgesprungen und davongelaufen wäre, wenn er sich nicht selbst verdächtig gemacht hätte. Ach, und das reicht? Aufspringen und davonlaufen? In unserem Lande, wenn einer Türke ist? Ich habe die Ausländergesetze nicht gemacht. Aber Sie führen sie aus. Das ist mein Beruf, ich bin Polizist. Und immerhin haben wir eine Demokratie. 10, 15 Jahren, als wir Vollbeschäftigung hatten, da war einiges anders. Und auch Demokratie. Ja. Ich bin nicht der Mann, für den Sie mich halten. Ich bin höchstens manchmal ein bisschen... Bullig? Ja, ich weiß. Für Sie bin ich nur ein Bulle und taktlos. Sie sind so, wie Sie sind.
genau das wollte ich sagen. Wo ist der Schwager? Hassan ist nicht nach Hannover. Hassan ist hier und ich habe ihn eben mit meinen eigenen Augen gesehen. Und ich will jetzt wissen, warum dieser Gustav entweder hinter Ihnen oder hinter Hassan her ist. Ich finde, Sie sind ganz schön neugierig, Polizist. Was habe ich Ihnen getan? Geht das nicht in Ihren Schädel, dass eine deutsche Frau einen Türken liebt? Doch. Aber wen? Hassan oder Ahmet Tobrak? Ich habe Ahmet sehr geliebt. Glauben Sie mir das? Ja. Gut. Ich hätte Ahmet nie damit belasten dürfen. Ja, womit denn, um Himmels Willen? Dass Dieter meine Sau war? Dieter hat illegal Türken eingeschleust und an Baufirmen vermittelt. Sein Im- und Exportladen waren nur die Tarnung für seine Wucherkreditgeschäfte. Und die wiederum waren nur Tarnung für seine illegale Arbeitsvermittlung. Damit hat er das wirklich große Geld verdient. Seine Kreditgeschäfte waren nur gut fürs Taschengeld. Wissen Sie, was einer verdient, wenn er schwarz Arbeitskräfte vermietet und dabei die Sozialabgaben und Versicherung einspart und keine Lohnsteuer abführt? Danke. Ich werde das alles weiterleiten. Aber warum erzählen Sie mir das? Weil ich glaube, dass Ahmet dafür sein Leben gelassen hat. Sie meinen, der Unfall war gar kein Unfall? Das weiß ich nicht, Polizist. Ich weiß nur, dass Ahmet sehr böse war, als ich ihm erzählte, dass Diethelm zwei seiner Landsleute, die auf einer Baustelle bei einem Arbeitsunfall ums Leben kamen, einfach so verscharren ließ. Und dass er jetzt tot ist und dass Ahmet vorher bei Diethelm war und dass es für ihn keinen Grund gab, einfach so in eine Mauer zu fahren. Für Ihre Diethelm-Geschichte haben Sie Beweise. Wer, wie, wo, was, wann? Es gibt Mittelsmänner an der Grenze, da weiß ich Namen. Und dieser Gustav ist jetzt hinter Ihnen her, weil Sie ihm die Erbschaft Diethelms vermasseln könnten. Wir werden ihn aus dem Verkehr ziehen. Warum haben Sie das alles nicht früher gesagt? Früher haben Sie mich nicht gefragt. Tut mir leid, gnädige Frau. Irgendwie geht Ihre Rechnung nicht auf. Mir geht Ihr Schwager nicht aus dem Sinn. Hassan ist nicht in der Stadt und jetzt walten Sie Ihres Amtes, Polizist. Oder soll ich alles noch mal Ihrem kleinen Mann erzählen? Was lässt mich auf einmal so von mir zusammenscheißen? Faber hier. Entschuldigen Sie, Rick, wenn ich Sie beim Fernsehen störe. Sedat? Sag Ahmet, dass der Polizist angebissen hat. Und er wird uns Gustav vom Hals schaffen. Und er wird dafür sorgen, dass Ahmet sicher in die Türkei kommt. Warum sagst du ihm nicht selbst? Ich kann mich doch jetzt nicht mit ihm treffen. Das ist zu gefährlich. Also, Faber, ich stelle fest, dass du der einzige Mensch bist, der diesen Hassan überhaupt hier zu Gesicht bekommt. Das kaputte Seitenfenster? Wann hast du beim Auffahrunfall schon mal ein kaputtes Seitenfenster gesehen? Noch nie, weil ich überhaupt noch nie einen Auffahrunfall gesehen habe. Und wenn ich Susanne erzähle, dass du einem fraglichen Hassan einen Rachemord anhängen willst, dann kannst du aber was überhaupt hören. Cindy hat ihn umgebracht, um ihren Ex-Ehemann zu belasten oder mich oder so. Was glaubst du, was das ist, Polizeipräsident? Projektil. Deswegen ist er gegen die Hauswand gefahren. Patronenhülse. Und noch eine. Na, was haben wir denn da? Ach, Hemden. Mein Onkel, der führt das gleiche Zeug. Tinef, ostasiatischer Tinef. Das kann ich euch besorgen. 10 Mark das Stück. Ach komm. Das ist nicht mehr. Kommissar? Kommissar? Ach, da. Tja, ist nichts zu machen, Kommissar. Das Stäubchen ist ausgezogen. Kein Gustav weit und breit. Oh. Hier, Schmuck. Klunkern. Import, Export. Hongkong. Der ganze Kram taugt nix. Irgendwo muss Diethelm noch eine andere Bleibe gehabt haben. Also die Kugeln stammen aus derselben Waffe, die wir gestern zur Überprüfung gegeben haben. Da gibt's keinen Zweifel, Faber, alle Tests positiv.
Ja, ist gut, danke. Vielen Dank. Ach, bitte, den Bericht so schnell wie möglich zu mir. Hm? Wiederhören. Mann, Mann, Rick. Gestern hatte ich Gustav hier auf diesem Stuhl sitzen. Sie haben ihn laufen lassen und mich zur Schnecke gemacht. Und heute kann ich ihm einen Mordversuch nachweisen. Und er ist Hauptbelastungszeuge in Dieterns krummen Geschäften. Fahndung Kühn? Ja, ist auf und davon, leider. Ja. Naja, der ist da. Moment bitte. Für Sie, Herr Kommissar. Ja, Rick. Ja, stellen Sie mal durch. Danke. Max, für wen hältst du diesen Mann? Den? Für 30-jährigen Penner vielleicht, ja? Das bin ich. Und das ist Ahmed Tobrak. Vor 15 Jahren. Ja, und? Dieser Ahmed Tobrak ist mein Hassan. Heute hat er graue Schläfen, eine deutsche Frau, die ihn versteckt hält. Ja. Gerichtsmedizin, bitte. Ach. Ja. Ja, großartig. Ich danke Ihnen. Faber, ich muss Ihnen meine Gratulation aussprechen. Die Kollegen vom Grenzschutz haben gerade Vollzug gemeldet. 50 illegale Türken am Grenzübergang Markwartstein gefasst. Also Name, Adresse, Mittelsmänner und so weiter und so weiter. Alles wie von Ihrer Frau Tobrak gemeldet. Wieso denn meine Frau Tobrak? Naja, Sie haben sie doch in so blühenden Farben geschildert. Ihr Faber, Fahndung. Hört mal, ich möchte mir Ahmed Tobrak noch mal ansehen. Türke? Ja, ein Türke. Ist vor ein paar Tagen nach dem Verkehrsunfall bei euch eingeliefert. Toter? Ja, natürlich ist der tot. Da, überführt. Oh, Scheiße. Schon ausgeliefert? Überführt. Leichen werden in die Türkei überführt, ja? Herrgott, nochmal sind die manchmal fix. Der Fall war noch gar nicht abgeschlossen. Wieso haben die den schon in die Türkei überführt? Na, bei Verkehrsunfall immer, und zwar so schnell wie möglich. Aber seine Frau hat ihn doch identifiziert. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Dieser Gustav, er sollte Tobrak killen. Bei dem Verkehrsunfall kommt Hassan ums Leben. Tobrak spielt Hassan, ein Toter killt Dieterm und Hassan ist flüchtig. Alles klar? Haben Sie ihn verstanden? Was Manieren hat der? Sehen Sie mal, das ist doch ganz einfach. Gustav wollte Tobrak umbringen. Ja? Stattdessen erwischt er aber den Bruder Hassan. Aha. Aber der totgeglaubte Tobrak tut so, als sei er das Opfer, also Hassan. Er bringt Dieterm um und flüchtet als Hassan. Und deshalb ist Gustav hinter mir, ist doch ganz einfach. Und das hat Logik? Ich finde ja. Und wohin geht er jetzt? Faber. Naja, vermutlich zu Cindy, ne? Wie immer. Hallo? Ja, Rick. Mit wem spreche ich? Ja, Hauptkommissar Rick. Mit wem spreche ich denn? Meinen Namen kann ich Ihnen nicht sagen. Aha, verstehe. Sie wollen Ihren Namen nicht nennen. Fangschaltung. Es handelt sich um Diethelm und türkische Bauarbeiter ohne Arbeitsgenehmigung. Ja, die Baugeschichte Diethelm ist mir bekannt. Ja, stellen Sie fest, woher der Anruf auf Apparat 692 kommt. Ja, ich verstehe 692. Sie. Nein, ich verstehe Sie so schlecht, meine Dame. Türken. Aha, Türken, was für Türken? Ich spreche von illegal eingereisten türkischen Bauarbeitern, die illegal auf der Großbaustelle Alte Heide beschäftigt werden. Moment, Großbaustelle Alte Heide. Bleiben Sie dran, ich notiere. Nein, wir feiern hier heute eine Geburtstagsfeier, ja. Ja, ich bin 45 Jahre jung geworden. Ja, sind Sie noch dran? Ja, illegal eingereiste türkische Bauarbeiter ohne Arbeitspapiere auf der Alten Heide. Kümmern Sie sich drum? Ja. Moment, Moment, warten Sie. Aufgehängt. Guten Abend, die Herren. Wo ist denn Faber? Na, wieso denn immer noch nichts? Ja, Scheibenkleister. Wo steckt mein Faber? Wir waren verabredet. Susanne, das weiß ich doch nicht. Vermutlich bei Cindy. Ja, hier Rick. Großeinsatz illegale Türken ohne Arbeitspapiere. Großbaustelle Alte Heide. Ich brauche einen Mannschaftswagen. Wo steckt mein Faber? Ja, Susanne, ich sag's dir doch. Vermutlich bei der Doppelmörderin. Ich bringe sie um. Sag ihm, er soll sich auf den Weg zur Alten Heide machen. Und ich sehe ihn nächste Woche bei seiner Familie in Istanbul. Und sag ihm, ich liebe ihn. Ich küsse ihn. Geh jetzt. Mach dir keine Sorgen, ne? Familientreffen Tobrak? Ahmed im Haus? Was willst du?
Ahmed und seine schöne Frau. Ahmed ist nicht da. Er ist nicht hier. Dann warten wir hier gemeinsam auf Ahmed. Da ist nichts da. Bitte geben Sie mir den Schlüssel. Polizei. Vielen Dank. Na, da bleibt nichts da. Gehen Sie in die Wohnung. Toprak ist nichts da. Ja, sieht fast aus. Vielen Dank. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Gustav, hier ist Faber. Gib auf, du hast keine Chance mehr. Ich hab die Frau. Faber! Mensch, Gustav, tu mir das nicht an. Bloß kein Geiseldrama. Da kommen wieder die Polizeipsychologen. Polizeipräsident, der Innenminister schaltet sich ein. Das dauert ewig. Das dauert Stunden. Gustav, du bestellst ein Fluchtauto. Es wird präpariert. Hubschrauberverfolgung. Fernsehen kommt. Zeitungen. Wir kommen alle ins Fernsehen, in die Zeitung. Nein, Gustav. Nein. Gustav? Gustav, und dann im Morgengrauen. Abgehetzt, völlig fertig. Fassen Sie dich doch. Das kennst du doch alles aus dem Kino, oder? Er ist weg. Über die Wendeltreppe. Da oben. Den fassen wir später. Sie haben mich eben Ahmed genannt. Ahmed. Nicht Hassan. Wo ist Ahmed? Das weiß ich nicht. Polizei, lassen Sie mich da vorbei, bitte. Entschuldigung. Faber? Was ist denn hier los? Also, ich finde für eine Doppelmörderin hat sie erstaunlich viel Gefühl. Geht's Ihnen nicht gut? Hat Faber auf Sie geschossen? Das ist Susanne. Angenehm. Max, Rick soll eine Großfahndung nach Gustav einleiten. Rick strickt momentan an seiner Karriere und macht sich beim Innenminister beliebt. Er fasst gerade eine Ladung illegal eingereister Türken auf der Großbaustelle Alte Heide. Wie gerade? Na jetzt, er hat einen anonymen Telefontipp bekommen. Cindy, oh Cindy. Vielleicht singst du es mal mit ihr im Duett? Wenn die Leute
hier, wir brauchen da noch Mannschaftswagen. Also, Moment mal, Faber. Ja, gratuliere, Rick. Darf ich mal einen Blick in die grüne Mitte werfen? Was machen Sie denn hier? Wer von Ihnen ist Ahmed Toprak? Bisschen älter geworden. Wir werden alle älter. Ich muss das Foto auf meinem Polizeiausweis auch mal erneuern lassen. Aber ich bin froh, dass Sie noch leben, Ahmed. Sagen Sie mal, Faber, wie sind Sie eigentlich drauf gekommen, dass Topak sich mit unserer Abschiebeaktion absetzen wollte? Max hat mir gesteckt, dass Sie einen anonymen Anruf von Cindy erhalten haben. Ja. Ach, der Anruf, der Moment, kam von... Für Sie, Herr Rick. Und dass dieser Gustav verschwunden ist, also Faber. Ja, Rick? Nein, nicht BFV, sondern BKA Wiesbaden. Ja, wenn wir hier ein Türkennest ausgehoben haben und über die Landesgrenzen hinaus operieren, dann geht das ja auch... Unseren Bundesinnenminister was an. Ja, ja, genau. Also BKA Wiesbaden und morgen früh Pressekonferenz mit allem drum und dran. Das reicht ja bis in die hohe Politik. Ja. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Ahmed hat aus Notwehr gehandelt. Diethelm wollte ihn von diesem Gustav umbringen lassen. Er kriegt sicher mildernde Umstände. Und vielleicht geht er sogar straffrei aus. Jedenfalls kriegt er bei uns eine faire Verhandlung. Ohne Folterverhöre. Damit ihr Ahmed sicher in die Heimat gekommen wäre, hätten ihn 50 seiner Landsleute unfreiwillig begleiten müssen, ne? Mensch, Faber, sie hat doch die Gesetze nicht gemacht. Sie liebt ihn. Ach, und mir wirft sie vor, wenn ich die Gesetze... Ich hätte das Gleiche für dich getan, um dich zu retten. Lass mich nicht an! Lass mal Hand los! Mensch, das Kinderfaber, das ist doch... Das ist Fahrer. Das ist doch unser Gustav. Moment mal. Da hat ein LKW gerammt und wollte sich davon machen. Unfallflucht. Und ich nehme Sie fest wegen Mordverdacht. Was? Das gibt wahrscheinlich eine Mordanklage. Was? Ja, Sie wissen genau, worum es geht. Sie haben den Hassan Toprak auf dem Gewissen.